Wir haben hier die Wurzel aus 4/25 gegeben und wir sollen hier vereinfachen. Also schauen wir uns das Ganze erst einmal an. 4/25 könnten wir das mit irgendetwas kürzen. Leider nicht. Wir haben hier eine gerade, hier eine ungerade Zahl, also die 2 funktioniert nicht. Und irgendeine andere Zahl fällt mir hier auch spontan nicht ein. Also müssen wir uns anderweitig helfen. Und zwar mit Hilfe dieser Rechenregel. Wir haben ja hier die Wurzel aus 4/25 und das können wir auch umschreiben. Und zwar, also die Wurzel aus 4/25 können wir umschreiben in Wurzel aus 4 geteilt durch die Wurzel aus 25. Jetzt sieht das schon für uns viel schöner aus, denn wir wissen, die Wurzel aus 4, das ist 2 und die Wurzel aus 25, das wäre die 5. Und somit hätten wir diesen Ausdruck vereinfacht.